bisschen Platz. Ja, das Wort hat der Kollege Schwert. Fangen Sie an. Fangen Sie an. Wenn Sie es rein nicht unbedingt sagen würden, wäre schön, aber wir sollten anfangen. Oder habe ich was gehört? Ich kann Sie kaum verstehen, das ist laut. Also geschweige denn, das ist aber gut. Fangen Sie mal an. Wären Sie vielleicht gerade so freundlich? Verehrte Kollegen, Kollegen, ich bitte um Ruhe für den Kollegen Schwert. Herr Präsident, herzlichen Dank dafür. Frau Ministerpräsidentin, eben war sie noch, da hinten ist sie. Frau Ministerpräsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Also ganz ehrlich, ich komme ja nicht wirklich über diesen Slogan mit diesem Mega, was wir da hören, diesen Werbeslogan. Und so leid mir das tut, auch ich muss da Friedrich Lichtenstein zitieren, der sagte sinngemäß, sehr, sehr geil. Es ist großartig, was Sie hier abliefern, teilweise. Hut ab. Frau Ministerpräsidentin, Sie sollten Ihre Werbeagentur wechseln. Nur für den Fall, dass man es Ihnen nicht gesagt hat. Etwa um die Jahrtausendwende herum, mit dem Pentium 3, haben die Prozessoren die Gigahertz-Grenze überschritten. Und ein Speicher in Megabyte-Größe findet man vielleicht noch in Haushaltsgeräten. Bei IT-Technik ist man einen Faktor 1 Million weiter. Vielleicht sollten Sie von der Agentur Ihr Geld zurückfordern. Ihre Regierungserklärung erinnert mich an das Spiel Duke Nukem Forever. Das ist dadurch bekannt geworden, dass es jahrelang, man muss eigentlich eher sagen, jahrzehntelang angekündigt worden ist und mehrfach den Vaporware Award gewonnen hat. Damit bezeichnet man Software, die aus Ankündigungen besteht. Ne, der Zweck ist klar, heiße Luft verbreiten, um die Konkurrenz einzuschrecken, abzuschrecken und Features nicht implementieren müssen, sondern ankündigen reicht aus. Ich habe auch an einen Fallobstkorb gedacht, als ich die Regierungserklärung gehört habe. Das war so ein bisschen so, wir gehen durch das Land und sammeln halt ein, was uns am Digitalen so vor die Füße gefallen ist. Ganz egal, ob die Landesregierung irgendwas damit zu tun hat. Ganz egal, ob die politischen Rahmenbedingungen irgendwas damit zu tun haben. Bei manchen Dingen muss man sogar sagen, die haben sich trotz der politischen Rahmenbedingungen entwickelt. Beispiel Freifunk. Ja, wir haben mittlerweile sogar 1700 Freifunkknoten in NRW, aber sicherlich nicht, weil die Rahmenbedingungen, die politischen in Nordrhein-Westfalen so toll sind. Das Gegenteil ist der Fall. Das haben Leute gemacht, trotz der Tatsache, dass sie sich auf rechtlich dünnem Eis bewegen. Und da hat die Landesregierung überhaupt nichts für getan. Wir haben heute viele bunte Buzzwords gehört, viele Ankündigungen, was alles wichtig ist und was man alles tun sollte. Aber um Goethe zu zitieren, es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun. Der Wandel zur Informationsgesellschaft umfasst sämtliche Lebensbereiche. Die Welt der Wirtschaft, zweifellos. Aber auch die Welt der Arbeit, des Lernens, der sozialen und gesellschaftlichen Interaktion, des Staatswesens und der Verwaltung. Selbst die demokratische Willensbildung wird durch diesen Wandel fundamental beeinflusst. Dieser umfassende Umwälzungsprozess wirft bislang ungeklärte Fragen in den unterschiedlichsten Bereichen auf. Angefangen bei der Koordinierung eines flächendeckenden Ausbaus einer zeitgemäßen Breitbandinfrastruktur in unserem Land, über Fragen der verbesserten Start-up-Förderung. Die Anpassung des Urheberrechts an die neuen Bedingungen innerhalb Kultur und Bildung bis hin zu rechtlichen Grundsatzfragen im Bereich der Netzneutralität wie eines zeitgemäßen Datenschutzes. Und Herrn Wüst muss ich leider sagen, nein, an der Netzneutralität führt hier nichts vorbei. Wir haben auch da nichts diskutiert. Es ist nach wie vor so, dass Netzneutralität fundamental ist im Internet. Wir müssen eher mit so einigen Mythen aufräumen, die sich um die Netzneutralität ranken, wie zum Beispiel, dass selbstfahrende Autos irgendeine Bevorzugung im Internet haben müssen.
Wenn Sie sich vorstellen, ein selbstfahrendes Auto würde ohne eine ausreichende Internetverbindung nicht sicher im Verkehr navigieren können, dann würde das bedeuten Lebensgefahr, wenn ein Fahrzeug sich im Tunnel befindet. Das kann nicht sein. Und gerade in dem allerletzten Punkt, den ich ansprach, Datenschutz und Privatsphäre, haben wir durch das Phänomen der globalen Überwachung mit einem bereits weit fortgeschrittenen Prozess der Verletzung elementarer Bürgerrechte zu tun. Und hinzu kommt auch noch die Wirtschaftsspionage. Herr Minister Dün hat das angesprochen und hat auf die seiner Ansicht nach ungelösten Probleme in der Cloud hingewiesen, hat aber verschwiegen bzw. vergessen, dass wir auch noch ein ungelöstes Problem der Wirtschaftsspionage staatlich organisierter Art haben. All dies verlangt ein abgestimmtes, koordiniertes Handeln. Und um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wird es Zeit, dass die Ressourcen und auch die widerstrebenden Kompetenzen unterschiedlicher Politikbereiche endlich synchronisiert und gebündelt werden. Bei der Regierungsbildung 2013 im Bund war die Einsicht dazu schon fast gereift. Wie wir wissen, war man sehr nahe dran, ein Internetministerium da einzurichten. Es wurde dann aber nur ein Datenautobahnministerium. Im letzten Moment wurde die Chance vertan, die dringend notwendigen Synergieeffekte im Bereich der digitalen Agenda zu schaffen. Diesen fundamentalen Fehler darf die Landesregierung nicht wiederholen. Übrigens, Herr Minister Dün, Sie sprachen gerade eben einen Twitter-Account an, Jan Mie. Dahinter steckt Jan Miebach, das ist der Pressesprecher der Grünen-Fraktion im Landtag NRW. Soweit also zum Thema Medienkritik, denn das, wenn Sie das als Stimme aus dem Netz ankündigen, dann ist die nicht so ganz unabhängig. Also Medienkritik, Sätzen 6. Und Herr Schmelzer sprach die angeblich so lange Initiativenliste der Landesregierung hier an, der rot-grünen Koalition hier an. Ich muss sagen, die Liste der Vorschläge, die die Piratenfraktion hier gebracht hat und die sie einfach so ohne jeden Sinn und Verstand abgelehnt haben, die ist sehr viel länger. Da frage ich mich, wer soll denn die digitale Agenda unseres Landes hier führen? Der Herr Bolte hat eben angesprochen, das wäre ja ein Problem, dass wir einen Ladenhüter da präsentieren. Tatsächlich wäre es eine Querschnittfunktion. Das mag ja gerne so sein, aber wie das mit Querschnittsfunktionen so ist, Sie haben es mit der Diffusion von Verantwortung zu tun. Niemand ist eigentlich verantwortlich für das Thema. Und wie wir wissen, bei Herrn Schmelzer steht sowieso alles unter einem Finanzierungsvorbehalt. Und da ist es dann sehr einfach, diese Aufgaben als wichtig zu definieren, aber nicht umzusetzen. Wen wollen wir denn jetzt zum Chef der digitalen Agenda unseres Landes machen? Den Justizminister, der auf der Suche nach rechtsfreien Räumen im Internet war? Der Wirtschaftsminister, der sich angesichts staatlich organisierter Wirtschaftsspionage für nicht zuständig erklärt hat. Der Innenminister, der alle Internetnutzer erstmal unter Generalverdacht stellen will. Die Medienministerin, die eine Suchmaschinensteuer im Internet durchgewunken hat. Der Bauminister, der auf einem Zukunftskongress Internet-Startups in Gut und Böse sortiert hat. Oder die Ministerpräsidentin, die bislang alle Anträge, dieses Thema zur Chefsache zu machen, ablehnen hat lassen. Deshalb fordern wir Sie in unserem Antrag auf, Ihre verkündete Einsicht in die Bedeutung des digitalen Wandels nunmehr endlich auch Taten folgen zu lassen. Konzentrieren Sie die Aufgabe an einer Stelle und holen Sie die dafür notwendige Kompetenz an Bord. Und Herr Bombis, es geht dabei um Konzentration, Koordination und Kompetenz. Und im Landtag sollten wir selbstverständlich einen der Bedeutung angemessenen Spiegelausschuss einführen. Frau Kraft, damit Sie die Kraft für die notwendigen Änderungen finden, habe ich Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Wir haben auch heute schon mehrfach darüber gesprochen. Ich habe Ihnen ein Doppelherz mitgebracht und das würde ich Ihnen gerne schenken.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Wörmann.